So, es ist die Runde 2. Und wir spielen gegen Felix Weidemann, einer meiner absoluten Lieblingsgegner. Beim letzten Mal habe ich ihn mit Hilfe von Toffel besiegen können. Ihn und sein grün-weißes Deck. Diesmal muss ich ganz alleine ran. Und ich kann diese Hand unter keinen mir bekannten Umständen halten. Also, Molligan. Ja, das hingegen, das ist doch eine Hand. So, dann schauen wir doch mal. Blood Crypt, alles klar. Felix spielt sehr gern Grixis-Kontrolle. Im Cube. Die Länder deuten auch so ein bisschen darauf hin, dass es tatsächlich so ist. Die wichtige Frage ist, spielen wir jetzt Talia? Ich glaube nämlich schon, dass wir das machen. Weil Remand ist auch später noch gut, auch wenn sie jetzt erstmal ein 3-Mana-Spell ist. Aber wenn wir nächste Runde mit Ajani ausrasten können. Oder, oh, Double, Captain Double Strike. Macht ihn sich doch einfach. Captain. Aber er hat doch wieder alles. Also er hat doch garantiert Removal. Das heißt, ich lasse ihn Removal haben. Ah, Ajani kostet sowieso 4, Diskussion vorbei. Vielleicht hat er auch einfach nichts. Wir können ja mal gucken, was er hier so macht. Ah, 2-1 Double Strike hat noch niemand besiegt. Zumindest habe ich es noch nie gehört, dass es jemand besiegt hat. Ja, also ich gebe ihm hier keinen Kredit für irgendwas. Ja, sehr nice. Schluck ihn, Felix, schlucke ihn. 14 ist ja schon mal bequem F6. Was soll denn hier eigentlich noch schief gehen in diesem Spiel? Geht auf jeden Fall munter rein. Er chumpt. Als ob es keinen Morgen gäbe. Wir werden in Response auf seine Aktivierung, weil er muss ja nochmal leveln, bevor er eine meiner Kreaturen auch nur einmal anfassen kann, Into the Royal spielen. Und dann hat er erstmal 5 Mana für nichts ausgegeben. Bitter, Felix. Ganz, ganz bitter. Beziehungsweise, wenn er sich austappt für irgendwelchen anderen Spaß, macht er nicht. Zurück in die Schatten mit dir. Für 3 Mana. Er kann ihn jetzt natürlich wieder ausspielen und noch einmal leveln. Aber so richtig was gekonnt hat er dann auch nicht. Also, unsere Möglichkeiten sind jetzt entweder Ajani rauszubasten und dem nochmal eine Marke zu geben, den Assassin zu removen und nichts zu machen, was ich aber nicht so cool finde. Ajani rausbasten bringt folgendes, dann kann er den nächste Runde noch nicht mit dem töten. Er kann zwar Talia töten, aber ja, das kostet ihn auch nochmal 3 Mana, quasi seinen ganzen Zug. Finde ich okay an der Stelle. Und er wird diese Runde auf jeden Fall 4 Schaden nehmen. Was mir ganz gut gefällt.
Genau, und der Ajani bleibt ja trotzdem liegen. Und die Bitter Blossom ist auch für ihn schon der Clock. Er ist auf jeden Fall under pressure. So, Levelung und eine Tötung. Level ihn auf Level 3. Will er ihn jetzt auf Level 4 leveln? Er hat ja sein Land auch schon gelegt. Nämlich sein Swamp. Oder einfach wirklich nichts zu tun. Na dann. Na tschü, Talia, tschü. So, ah, sehr gut. Ich möchte jetzt gleich passen, weil ich wirklich nicht will, dass er es countert. Auf der anderen Seite habe ich schon Mana für seinen Counterspell. Warte mal. Nee, er ist ja noch nicht tot. Ich habe gerade überlegt, wenn ich seinen Token irgendwie parse. Aber das kann ich nicht so ohne machen. Ja, ich mach's mal jetzt nicht und hoffe, dass er wirklich nächste Runde einfach uplevelt. Na, so gut ist Bitterblossom nämlich irgendwie nicht, wenn man jede Runde nur damit chumpt. Situation wird dadurch nicht besser. Ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht verzockt, wenn er jetzt nämlich irgendwie naja, nee. Er muss ja immer noch eins mehr bezahlen. Oh, muss er nicht? Nein, ich bin ein Narr. Talia ist ja weg. Ah, what a fool, Johannes. What a fool. Okay, aber er hat einfach nichts. Und da dieser Spell jetzt remanded wird. Ist ja auf jeden Fall nicht mehr ganz auf der lebendigen Seite. Na gut, der ist jetzt nicht so sick. Die Frage ist jetzt, wen von beiden möchte ich noch eine Marke geben? Er wird wahrscheinlich nämlich den. Ja, er wird den tappen, weil der ihn ja super tötet, wenn er einfach den tappt. Das heißt, ich kann auch dem einfach eine Marke geben. Ja, irgendeine Art von Removal wäre natürlich jetzt sweet gewesen. Weil ich gar nicht so richtig weiß, was wir jetzt noch haben sollen. So, mal sehen, was er überhaupt noch hat. Er hat auf jeden Fall den Geist. Inquisition. Na gut. Dieser Black Lotus ist nicht mehr so gut erhalten. Jetzt kommt Donjon Geist. Der Splice höher. Er macht den Champo. Und wir spielen den Splicer. Und machen die sogenannte Threat-Diversifizierung und legen auf den
Blade Splicer die Marke. So, ich bin mal gespannt. Ich bin sehr gespannt, Felix, was du jetzt hier noch machst in diesem Spot. Zwei, vier, sechs, acht. Nikabolas hat er auf jeden Fall. Also könnte er das spielen. Vedalken Shackles. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das heißt, er kann sich den Golem übernehmen, damit den Blade Splicer blocken, den jumpen. Also brauchen wir auch nicht angreifen. So, die Frage ist, was machen wir jetzt? Flying and Double Strike. Wenn ich jetzt dem Fliegen gebe, übernimmt er ihn einfach. Und dann tauscht er trotzdem in den Golem. Das heißt, ich muss, glaube ich, einfach eine Marke auf den Golem nehmen, damit er den übernehmen muss. Und dann kann ich mein schauriges Business nächste Runde verrichten. Aber das heißt, ich kann auch jetzt wieder nicht angreifen. Er hat nicht so eine mehr Blocker. Ich könnte es einfach auf den legen, dann ist es egal, wen er übernimmt. Ja, ach, da ich jetzt eh nicht angreifen kann. Ist das ganz fair? Oder wird er sogar den Blade Splicer übernehmen? Ne, er übernimmt den Golem. Was natürlich nicht so cool ist. Ah, Into the Royal haben wir schon gespielt. Ja. Nein, ich möchte nicht zwei Leben bezahlen. Theoretisch sollte er antappen. Weil wenn er keine Insel hat, kann er auf jeden Fall diesen Stunt nochmal machen und in Response auf die Ajani-Aktivierung den Splicer übernehmen, ja. Genau, er muss irgendwie die Möglichkeit haben, darauf zu reagieren. Und er muss seine Bitterblossom loswerden. Was können wir denn ziehen? Eine Menge. Das ist natürlich nicht so schlecht. Da bin ich ja ganz froh, dass ich meine Kreaturen schon 3 Power habe. Ist natürlich wirklich, wirklich gut für ihn. Der reift ihn an, der reift mich an, ja. Jani geht auf 1. Noch mehr Länder habe ich mir gewünscht, das stimmt natürlich. Naja, dann übernimmt er. Ach, er kann da jetzt E4. Ja, brauchen wir auch nicht angreifen. In 4 Runden sind wir allerdings auch mittlerweile einfach tot. Ganz großes Tennis, was sich hier abspielt. Da hätte irgendwie noch eine Karte
Hat irgendwie noch eine Karte gefehlt. Ja, ich habe immer zwischendurch mal ein bisschen Pause, weil Felix immer so glazial langsam spielt, auch wenn er schon gewonnen hat. Als ob es da noch so viel rein zu brainen gäbe jetzt. Ja. So. Können wir denn jetzt noch was ziehen? Können wir jetzt Stoneforge Mystic gibt Haste. Nö, macht nichts. Ja, da hat er einfach besser, viel besser gezogen als wir. Ab irgendeinem Punkt. Und dann waren wir einfach raus. Gegen unser Deck ist natürlich Vedalken Shackles ziemlich insane. Ich glaube, ich gönne mir das Manrikigusari gegen das Schwert. Und Into the Royal. Ja. Ja, da sind wir wieder. Ich habe doch noch ein bisschen gesideboardet. Ich habe den Sower of Temptation raus und diesen netten Herrn hier reingegangen. Wegen Sch Pro Schwarz. Das ist, glaube ich, ganz gut gegen sein Deck. Und Sower ist, glaube ich, nicht so gut. Wenn der Herr so viel Remove spielt, macht er, glaube ich, einfach nicht so viel. So, wir finden hoffentlich sofort ein Target für unser Force Spike. Tun wir natürlich nicht. Aber der Knight of Glory kommt ins Spiel, hebt sein Schwert, rastet hoffentlich aus. Und Felix überlegt erstmal eine Runde. Oder er erklärt wieder was Schönes, was er für diffizile Plays schon wieder vorhat. Insel. Und Bitterblossom. Ah! Wie will er denn jetzt noch gewinnen? Manrikigusari Gusari befindet sich im Haus. So, und der Bladesplicer betritt das Spielfeld. Und er kriegt Lost Tokos. Hey, 2 Mana, Equip 1, Tap Destroy Target Equipment. Also auch ohne die Fähigkeit wäre das doch schon insane, oder? Ha. Ich weiß schon, wer auf den Path to Exile geschickt wird. Ich weiß es. Ja, wir sind auch 6 Minuten vorne. Felix, was tust du da drüben? Ja, sag go. Hab ich Angst vor Countern oder will ich ihm einen Mana denyen? Ich habe keine Angst vor irgendwas. Ich gehe einfach rein. Als ob es kein Morgen gäbe. Und dann mache ich in seinem Upkeep eine Pause und mache dann den Path auf den Clown. Weil der klaut uns nämlich einfach alle Spells. Jumped. Nichts anderes habe ich erwartet. Gönnt sich 2. Wir spielen das Manrikigusari. Path to Exile und Force Spike offen. Gefällt mir natürlich. In Response auf den Token. Natürlich. Sucht er sich natürlich den Mountain, weil er ein Player ist.
So, jetzt legt er auf ein Land und spielt ein 4 Drop. Ja, legt das Land, nimmt den Schaden, das heißt, er braucht auf jeden Fall das Mana. Nimmt, oh, 2 Schaden und Chase gecountert. Does it get any better than this? Frage ich. I don't think so. Ja. Oh, ey, das Equipment. Ah, lustiges Deck. Da können wir auch die Caves noch spielen. 1, 2. Na, du solltest schon Schraut bekommen. Du hast ja schon Schuss vor Schwarz. Du bekommst plus 1, plus 2. Und dann geht es rein. Oder gehen wir doch den Pro Black Man Shroud? Was kann er noch haben? Ja gut, er kann ziemlich viel Schimmlinge removal in allen möglichen Farben haben. Ah, wobei. Ah, nein, nein, ich habe ein gutes Argument. Und zwar, wenn er jetzt keine Insel hat, aber Verdalkencheck es legt, ist es besser, wenn der Knight die Schuhe anhat. Er nimmt den Schaden einfach. Okay, ich habe natürlich F6 gedrückt. Weil ich eine ungeduldige Natur bin. Hoffen wir, dass es nicht relevant wird. Wieso blockt er nicht? Er will angreifen. Dagegen wäre es. Na, nicht unbedingt egal gewesen. Aber ist er ist ja schon wieder auf 3. Wird er es jetzt schon wieder einfach gewinnen? Dann bekommst du noch das Manrikigusari. Du behältst die Lightning Greaves. Dann kann auch keiner von beiden sterben. Aber gerade dann hätte er doch blocken müssen vorhin mit dem Token. Wahrscheinlich hat er sich einfach verklickt. Er hat jetzt nämlich noch 2 Angriffe oder muss die Bitterblossom loswerden? Und Sword of Fire and Ice erhöht seine Glocke ist auch nicht unbedingt. Und diesmal mache ich auf jeden Fall den Champo. Na gut, mal sehen, was er noch so aus seiner Trickkiste zaubert. Dreadbore. Okay. Dann ist das so. Jitte. Oh, Toffel hat gelogen. Ich hab gefragt, wer die Jitte hat. Und es ist tatsächlich nicht Toffel gewesen. Lügenbold. Was für ein Lügenbold. Na gut, aber damit gewinnt er ja in zwei Zügen. Ich. Ja, er hat danach.
Geht auf 1. Sie hat da noch einen Attack. Das heißt, ich. Wenn ich es nicht ziehe, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ja, ich muss da was ziehen. Das hilft nicht, weil er einfach an der Jitte stirbt. Gut gezockt, Felix, gut gezockt. Ja. Der Trigger liegt auf dem Stack, aber Felix überlegt noch, ob er das ganz obvious Play machen soll. Ja, GG's. Well played. Dann versuchen wir es doch Runde 3 nochmal.